das Allerwichtigste ist überhaupt eine gute Idee. Weil von der guten Idee entsteht alles. Und aus der guten Idee wird dann irgendwann Realität. So ist das immer. Am Anfang sind die Sachen sehr nebulos, nur so eine Überlegung, so wie das da. Und aus dem heraus wird es dann immer konkreter. Und dann entstehen die Geschichten und dann kommen Dinge hinzu, dann werden wieder Sachen verworfen und übermalt und so weiter. Und letztendlich entsteht dann so das Bild. Meine Arbeitsweise war immer schon so, dass ich an mehreren Bildern zugleich gearbeitet habe. Also ich beschäftige mich nicht mit einem Bild, sondern ich arbeite an verschiedensten und eins beginnt eben gerade und eins schließe ich dann eben gerade ab. Und so ist es auch, dass dann eben jedes Bild mit dem anderen eigentlich verbunden ist. Das heißt, das ist eine gemeinsame Geschichte auch. Alle Bilder zusammen bilden eine Geschichte, obwohl jedes einzelne für sich dann trotzdem existieren kann. Es geht um Gefühle, um Zwischenmenschliches, um Sehnsüchte, um Dinge, die den Menschen irgendwie berühren, um Erfolg oder irgendwie um Lebenseinstellungen, Dinge, die man erreichen will zum Beispiel. Ja. Und das ist aber für jeden was anderes. Und insofern ist das auch im Bild, lässt das immer sehr, sehr viel offen. Und das geht es mir dann eigentlich, dass das Bild in irgendeiner Art bereichert, nämlich das Leben. Oder auch wenn es jetzt nur momentan ein gutes Gefühl vermittelt. Okay, gut. Also. Das ist für mich mitunter etwas ganz Wichtiges, dass das nicht fad und langweilig ist, sondern in irgendeiner Art was bewirkt, irgendeine Emotion frei wird, wenn man dann das Bild sieht. Ein langweiliges Bild würde ich sofort verbrennen. Die Druckgrafik ist ein Medium, was mich immer schon fasziniert hat und bin dann bei der Serigraphie hängen geblieben, weil das für meine Bedürfnisse die optimalste Form ist. Es wird die Farbe direkt aufs Blatt getragen mittels diesem Sieb. Und die Grafik, so wie ich sie mache, ist sehr, sehr aufwendig gemacht. Ich mache das selbst bei mir in der Werkstatt und ist von Anfang bis zum Schluss, bis zum Ende hin ein rein manuelles Verfahren. Ist auch sehr individuell und jedes Blatt gleicht dann auch nicht exakt dem anderen, sondern es gibt da kleine Unterschiede. Also jede einzelne Blatt ist schon fast dann ein Unikat. Die Skulpturen sind für mich ein weiteres Medium, von dem Zweidimensionalen ins Dreidimensionale zu kommen. Und das sind auch Skulpturen, die meinen Bildern entspringen, mehr oder weniger. Da gibt es kleine Skulpturen und große Skulpturen und ganz große Skulpturen aus verschiedensten Materialien, Metall, Stein, Holz und Keramik. Und ja, es ist eine ganz spannende Sache. Jeder Künstler ist ja auch in gewisser Hinsicht ein Lebenskünstler, weil er ja außerhalb von dem normalen System steht und sich das Leben so einrichten muss, dass es für ihn passt. Und das ist für jeden irgendwas anders. Für mich ist wichtig, dass es spannend bleibt, dass es Spaß macht, dass man sich weiterentwickelt und diese persönliche Entwicklung auch in der Kunst weitertragt. Schaukeln ist ja super. Schaukeln ist Kindheit. Und beim Schaukeln wird das Hirn frei.